Hallöchen Leute, und weiter geht's hier bei die Grimdales. Ja, wo waren wir eigentlich letzte Folge? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben hier ein Chamäleon-Objekt. Wir haben eigentlich erst 8 Stück geklappt. Da haben wir sicher noch irgendwo welche übersehen. Käfighebel. Ich glaube, wir müssen. Ich finde dann hier nicht mehr hin. Hier. 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 Ja, yeah, ich habe sogar gefunden. Wow, und wir kriegen einen Handschuh. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö, wohl kaum. Zurück. Zurück. Hier. Hier. Nee, zurück. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Da oben müssen wir rein, so. Ja, James hat keine Ahnung, in welcher Gefahr seine Familie schwebt. Ah ja, hier wollten wir, glaube ich, rein. Finde heraus, was hinter der verschlossenen Tür im Arbeitszimmer ist. Ja. Restauriere das Wandgemälde. Machen wir natürlich sofort. Aber erstmal kriegt der hier seine Hand. Und wir kriegen Rasiermesser. Der Schwertgriff fehlt. Kein Wunder, dass der Ritter sein Schwert nicht halten kann. Ja, da haben wir aber nichts dabei. Was haben wir hier? Eine Zange. Es ist so schmutzig hier und der Besen ist kaputt. Ich muss ihn reparieren. Dann halt nicht. Haben wir denn da? Ich kann das Gemälde an der Wand wegen all dem Dreck und Staub nicht erkennen. Dann wische ich das hier mit dem Blatt ab. Okay, hier können wir anscheinend nicht gerade viel machen. Gut. Wir haben ein Rasiermesser, eine Zange. Mal gucken, hier können wir ja nichts mehr machen. Was haben wir hier? Hier war nichts mehr. Hier hinten? War da noch? Ja, hier war noch was, aber ich muss das so eine Blume geben, dann kriege ich das und damit können wir das aufmachen. Aber wo kriege ich so eine doofe Blume her? Hier ist gar nichts mehr. Hier draußen. War hier drinnen noch irgendwo was? Mal gucken, oben kommen wir nicht hoch. Hier braucht man nicht rein. Damit? Na doch. Na, dachte ich mir schon. Muss ja irgendwie gehen. Und wir haben einen Schwertgriff. Mit dem Schwertgriff können wir, wenn wir da hochgehen, hier reingehen, den Typen das Schwert geben. Das Schnur ist zuerst, die muss ich irgendwie abschneiden damit. Ja. Für sowas ist ein Rasiermesser gut. Wir haben eine Schnur und eine silberne Rose. Mit. Hier. Also doch. Damit können wir das dann putzen. Aber erst gehen wir mal zurück. Mit dem Engel. Mit dem Engel, das war doch hier hinten. Das hier. Vielleicht kann ich dem Engel etwas geben, das er braucht, und ich bekomme etwa eine Gegenleistung. Ah! Sehr schön. Zurück. Zurück. Dann hier nach oben. Da unten. Und das rein. Aha. Interessant.
können wir auch Fotos schießen. Das ist ganz wichtig. Mit dem Besen können wir das sauber putzen. Wow. Wie schade, das Wandgemälde ist kaputt. Vielleicht kann ich es restaurieren. Womit denn? Hiermit. Damit. Wandgemäldestücke. Restauriere das Wandgemälde. Sammle alle 5 Hinweise, die für die weitere Untersuchung notwendig sind. Ich kann das Wandgemälde mitnehmen, aber einen Schnappschuss davon machen. One day, we uncovered a secret room with our family tree. That's when we learned Catherine was our close relative. Our parents confirmed it, and we couldn't have been happier. Since then, we've always considered Catherine as our sister. Das ist ja interessant. Und das sind wir auch schon wieder. Ja, dann alle zeigen. Ich stimme schuldig des Mordes an seiner eigenen Schwester. Nee, ist er bestimmt nicht. The evidence you have presented may be enough to acquit James McGray, but in light of this new evidence, the court now summons Catherine Maxwell to the stand. I didn't kill Elizabeth, but I know who did. You may think I'm crazy, but it's the truth. Please. I want to help. Ha, das hätte ich jetzt auch gesagt. Sie will einfach nur helfen. Ach, die hat sie bestimmt umgebracht. Catherine ist in diesem Dumm gefangen, Vergangenheit oder Gegenwart. Ich muss ihr helfen. Na klar, hier haben wir ein Chameleon-Objekt. Dann. Was haben wir denn hier? Ich werde wohl langsam verrückt. Ich weiß nicht, wie lange ich dies noch aushalten kann. Elizabeth und James befinden sich in großer Gefahr. Ich muss mehr über diesen Geist, der mich verfolgt, herausfinden. Das ist ihre einzige Chance. Tagebuchseite. Okay. Ich kann etwas zwischen den Sternen erkennen. Meine Hand passt nicht hinein. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wie das hier oder den Besen. Nee, wohl auch nicht. Okay. Nee. Das war wohl nix. Huh, was war das? Sogar der Garten wird heimgesucht. Ja, scheint so. Ich kann nicht aus dem Nest nehmen, bis ich mich um den was vermaledeiten Geistervogel gekümmert habe. Na, dann halt nicht. Hinterhof. Ja, da meint jemand nicht so gut mit uns. Können wir? Ne, das kriegen wir hier nicht auf. Vielleicht. Achso, wir brauchen erstmal einen Stein. Dann gehen wir hier hin. Hinterhof. Ein Frosch. Ja, ja, wir müssen das vorher abschneiden. Eine Schere. Was haben wir hier? Gummiband. So, dann das hier und hier brauchen wir noch was für. Was haben wir da? Hier brauchen wir auch eine Aussparung. Wir müssen mal zurück. Dann hier mal die Schere schleifen. Damit können wir bestimmt... Alles mit der Ruhe.
Das hier abschneiden. Was zu nehmen? Der Gereforsch versteckt meist etwas in der Mäulern, wenn ich mich richtig erinnere. Aha, okay, hier fehlt noch ein Teil der Blume. Wie trocken überhaupt etwas wachsen? Wir haben ein Stück haben wir schon mal. Aha, mit der Schere geht alles. Was haben wir denn da? Ein Wimmerbild. Schaufel, Libelle, Beil. Schaufel. Beil. Libelle. Armreif, Flagge, Krug. Armreif, Flagge. Gießkanne, Weintrauben. Maiskolben ist hier. Hut, Schere, Bild. Ein Bild. Wo ist denn hier ein Bild? Verschwinde. Gartenzwerg ist ziemlich unfreundlich. Armreifen, Weintrauben. Oh, hier ist das Bild. Krug. Das nehme ich mal hier. Nur wo ist da die Scherbe? Ich sehe auch hier. Sehe eine Tasse statt ein Krug, aber okay. Oh, wo ist nun die Schere? Ich sehe hier keine Schere. Ah, hier. Gießkanne. Da kann man bestimmt. Ich hab's genau gesehen. Ist hier vielleicht schon Wasser drin? Ne? Nee, nichts passiert. Hier passiert erstmal nichts. Haben wir irgendwo einen Brunnen? Das Teil hier brauchen wir. Nur mit der Schere. Ach, okay. Alles klar. Ich dachte, wir brauchen erst noch einen Stein dafür, aber... Mit der Schere? Nee, das geht echt nicht. Okay. Dann eben nicht. Dann aber hier. Anscheinend fehlt etwas in diesem Rohr. Ja, anscheinend. Schlüssel und Türschlüssel. Dann gucken wir vorher nochmal hier. Das müsste ja das hier sein. Once I did and I saw what it contained, I was so afraid. Oh, da hattest du riesige Angst. Der Geist, der mich verfolgt, ist mein Großvater, Edward Maxwell. Er war immer das schwarze Schaf der Familie. Wir wussten nur, dass er Charles Maxwell ein uneheliches Kind war, dessen Frau keine Erben zeugen konnte. Okay, wir haben ein Heteroskop-Oberteil, ja. Und einen Magneten. Okay. Damit geht das hier. Dann können wir hier schon mal rein. Betritt Blackrock Castle. Wow. Die Statue. Untersuche den ersten Stock. Ich will die Statue. Gregory Maxwell war ehrgeizig und eitel und glaubte immer, dass er der Zweck die Mittel heiligte. Im Großen und Ganzen war er aber gütig und verzeihend. Aha.